Ich glaube, lange wäre besser, wenn ich es noch mal versuche. Was denn? Deswegen müde ich gerade. Ich glaube, das hilft nicht wirklich, wenn ich müde werde. Da hinten hängt das Kabel. Ja, so ist halt schon befürchtet. So kommt als Raps raus, bei X mit dem Hintergrund raus. Ich hab kranke Bastard hat so nur diese Stage gebaut. Das frage mich auch. So eine Scheiße würde ich niemals bauen. Vor allem, hey, die ganzen Cut-Offs da, das Wasser in der Luft und dieses komische... Diese komischen knappen Sprünge. Die Blöcke sind total verklitscht. Das Timing ist schrecklich, die Fische sind Zufall. Alter. Verarscht du jetzt Feinde? Nee. Das hört sich ein bisschen so an. Ich verarsche mich selber. Ich darf das. Das ist nichts weiter als Selbstironie. Ich meine, wer will mich bitte dafür anzeigen, dass ich mich selbst schlecht rede? Ich mach das, du. Das bringt ja nichts, wenn ich mich selbst schlecht rede und mich dafür anzeigen würde. Wäre ja Schwachsinn. Ja, sagst du, du bist schizophren. Das war die andere Persönlichkeit. Also wenn, dann bin ich schizophren im mehrfachen Sinne. Dann sind das aber nicht nur 2 Persönlichkeiten, sondern 10. Okay. Und eine davon so permanent die Melodie von Tetris. Das kommt mir auch bekannt vor. Mhm. Ich weiß nicht woher. Naja, das ist so ein Spruch. 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin nicht verrückt. Einer singt die Melodie von Tetris. Ja genau, so war das. Ich finde es interessant, was ich alles so von Pokémon noch weiß von früher. aber alles andere vergessen habe. Von Pokémon? Wie kommst du auf Pokémon jetzt? Naja, weil ich das ja neu gespielt habe und mir dann auffiel, was ich noch alles weiß von früher. Mhm. Ich habe ja vor einigen Tagen ja auch Pokémon Colosseum gestreamt. Mhm. Ja, ich gucke leider nicht jeden deiner Streams. Tut mir leid dafür. Ich glaube, du hattest auch an dem Tag keine Zeit, das war ja Wochenende. Da warst du ja irgendwie unterwegs. Naja, Silberhochzeit. Ich meine, du musst auch nicht jedes Mal dabei sein. Mhm. Und nachgucken kannst du es nicht, das ist ja nicht freigeschaltet, das Video. Ich glaube, morgen kommt der letzte Part der ersten Aufnahme von Majora's Mask bei mir. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich finde es ja immer noch lustig, dass ich mir die ganzen Sachen von Theorie nicht merken kann, von Führerschein, ja? Hm. Aber das mit Mafia habe ich mir sofort gemerkt, obwohl ich es mir gar nicht merken wollte. Weil das erschienen ist. Achso, ja. Und ich habe es ja eigentlich nur so nebenbei gehört, ne? Weil ich hab ja weder bei Kevin noch bei dir richtig aufgepasst. Apropos Mafia und Dead Space, das müsst ihr immer weiter spielen. Aber naja, dafür haben wir ja einen 100 Abonnenten Livestream, da kann ich das ja alles weiterspielen, ne? Ja. Das war Dead Space 2 auf Fanatica. Hm? Das war das erste? Was spielst du am 100 Abonnenten Livestream so alles? Achso, hat sich Even schon was ausgesucht? Ja, 3 Spiele vorgeschlagen. Ich habe sie gefragt, für welches sie sich entscheiden würde, aber da hat sie nichts gesagt. Ich werde sie nochmal die Tage spontan Skype anschreiben und fragen, ob sie sich ein spezielles Video von den 3 Spielen ausgesucht hat. Eine von den 3 Wahlen war übrigens Tetris. Hm. Dann auch irgendwas mit Yoshi? Yoshi's Story, glaube ich. Wann ist denn der Livestream? Am Samstag. Wie viel Uhr Samstag? Von 17 Uhr los geht's. What the fucking hell? 17 Uhr? Ja. Warum 17 Uhr? Weil ich früher noch meine Zeit am Tag genießen möchte. Ja, natürlich früher. Deswegen später vielleicht? Ich bin vorher noch weg. Ja, du musst ja nicht den Anfang von Livestream sehen. Ja, vielleicht komme jetzt alles vorbei, wenn ich erst um 20, 21 Uhr zu Hause bin. Kann man bei livestream.com müsste man ja auch speichern können, die Videos, oder? Irgendwie schon, ja. Aber es ist ein Livestream und ein Livestream schaut man live, weil sonst heißt ja nicht Livestream, sondern Stream. Verstehst du, was ich meine? Live schreien. Live screamen. Was ist los? Live screamen. Live schreien oder so. Wer schreit hier? Ich am liebsten. Arschloch. Ja? Hallo? Was willst du? Ist denn schön, hab ich mir zum Lachen gebracht. Das war unerwartet. Ich meinte zwar Mega Man, aber naja. Ich gehe mal davon aus, das weißt du. Ja, aber ich habe mich einfach mal spontan angesprochen gefühlt, weil ich Stage von mir ist. Ja, aber in dem Fall ist ja Mega Man einfach zu weit gerutscht. So wie jetzt. Alter, nochmal? Du stehst wohl auf Replays, wa? Ach ja. Also ich habe jedenfalls, ich weiß nicht, wer von, also Steve, kennst du eigentlich schon Majora's Mask? Ich habe es mir bisher nicht so wirklich angeguckt. Okay. Also ich habe mir deinen ersten Part auf jeden Fall komplett angeguckt, den zweiten weiß ich gar nicht. Eigentlich wollte ich ja noch Amnesia machen. Ja, wollte ich auch mal weiterkommen. Aber ich split meint ja nie. Hab Angst, ja. Guck mal, der Bereich, wo ich normalerweise ein Bild sehe, war weiß. Das war Angst. Hm. Ja. Ach ja. Naja, diese Woche kommen keine Bleach, Piece oder Naruto Mangas raus. Aber morgen kommt eine Naruto Anime-Folge. Aber das ist wieder so eine dämliche Füllerfolge. Hm. Das ist auch eine Menge von. Wenn ich an Füllerfolgen denke, dann fällt mir gleich wieder ein, dass ich noch immer nicht alle Conan-Füllerfolgen geguckt habe. Aber ich bin ja gerade dabei, eher das Minecraft-LP von Kronk nachzugucken. Da war gerade jemand auf Klo. Ich hab gerade die Klospülung gehört. Mhm. Meine Mutter war auf Klo. Achso. Hast du die Aufnahme nochmal angehört eigentlich, die du jetzt nochmal re-uploadet hast? Nee, aber ich habe halt die Stelle rausgeschnitten. Mhm. Also müsste es eigentlich in Ordnung sein. Ja. Ich bin mir halt sicher, dass ich das gehört habe, was ich gehört habe. Ja, ja, es kann durchaus sein. Ich bin nämlich nur auf Toilette gegangen, weil ich einfach felsenfest davon überzeugt wurde, dass ich das rausschneide. Aber du kennst ja mein Gedächtnis. Ja. Und da das dann doch schon ein bisschen größerer Fail war, habe ich mir dann überlegt, dass ich das doch dann in View uploade. Ja. Aber ich dachte mir, es wäre gut, dass ich das nochmal sage. Da habe ich halt gewartet, bis du wieder online bist bei Skype. Ich das natürlich auch noch mitkriegen muss. Dass ich das immer privat schreibe. Eins. Du solltest direkt in die Decke springen. In der Unbesiegbarkeitszeit. Nicht erst auf den Stacheln. Ich hab Hunger. Ja. Ich will so ein Vielfraß. Tot, oder? Aber jetzt kommen halt die ganzen Blind-LPs. Deswegen bin ich ziemlich gespannt drauf. Das einzige, was jetzt nicht blind ist, sind gerade meine Mega Man-Hacks, die ich noch nebenbei spiele. Ich hatte noch irgendwas gesagt mit Mega Man...